Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal wieder eine Roblox-Server-Vorstellung. Ja, weil ich präsentiere euch jetzt meinen allerneuesten Server. Der Server der neuesten Generation von meinen Roblox-Arbeiten. Warum ich das so sage? Ganz einfach, weil ich denke, das ist bei jedem so, nicht nur natürlich bei mir, sondern wahrscheinlich bei jedem, dass ich mit neuen Servern auch etwas verändert. Und das ist bei meinem neuesten Server der Fall. Und zwar, ich gehe mal hier direkt rein. Ihr seht halt, ist noch nicht so groß, weil, ich habe erst gestern angefangen. Ist ja nicht schlimm. Weil, wird noch. Klar, erstmal natürlich den Anfang. Hier sieht man natürlich eine Straße, zwei Gebäude und so hinten halt so ein paar Sachen halt. Autos, ein Zug und eine Hochspannungsleitung. Das ist erstmal schon mal hier nämlich das Interessante. Das Gebäude hier, das habe ich nicht gebaut. Ich habe es höchstens gefärbt, aber nicht gebaut. Das liegt nämlich daran, dass ich mittlerweile für meine Gebäude 3D-Modelle benutze, die ich zwar auch nicht selber gemacht habe, sondern ich lade die mir von Seiten runter und füge die dann ein, weil ich finde das halt persönlich besser, teilweise, weil ich finde, das sieht schön aus. Das Gebäude sieht schön aus. Das hier ist ein bisschen groß. Aber okay, das habe ich auch aus 3D-Modell. Das ist nämlich das Nächste, dass ich in Zukunft mehr mit 3D-Modellen bauen werde als wie früher. Weil ich das besser finde. Erstens sieht dann auch ein Gebäude definitiv besser aus. Mehr Details und so weiter. Zweitens dauert es für mich persönlich weniger Zeit. Ich muss einfach nur auf eine Webseite gehen und kann mir dann dort das Modell runterladen. Muss dann nur auf OBS, also ich nehme dafür hauptsächlich SketchUp. Das ist das 3D Warehouse SketchUp. Klingt fast wie Ketchup. Da gehe ich auf Blender und ändere die Datei, dass ich die auch hier einfügen kann, weil auf SketchUp, ich nenne es jetzt einfach mal auch Spaß Ketchup, weil es sich eh ähnlich anhört. Vor allem, wenn ich es ausspreche, klingt es irgendwie wie Ketchup. Ketchup ist doch dasselbe. Also, auf jeden Fall, wenn ich mir Dateien auf Ketchup runterlade, ist es so, dass es eine SKP-Datei ist. Das steht für Ketchup. Naja, eigentlich Ketchup, aber, ne, wisst ihr, was ich meine? Ketchup. Ketchup. Sorry. Aber ich kann keine SKP-Dateien hier reinmachen. Nur FBX, OBJ, GLB und GTLF oder wie das heißt. Keine Ahnung. Aber dafür muss ich die Datei erstmal umwandeln. Ich mache das halt am besten im Blender. Dort kann ich es nämlich einfügen, die Datei. Und dann kann ich sie dann hier in Roblox. Das einzige Problem ist, dass ich, um es in Roblox einzufügen, muss ich dann jedes Mal meinen Bildschirm erstmal kleiner machen, weil hier so eine Pop-Up-Anzeige dann kommt, die so groß ist der Bildschirm und eigentlich sogar größer als der Bildschirm ist. Top. Okay, auf jeden Fall hier mit den Gebäuden. Ich werde das natürlich nicht mit jedem Gebäude machen, weil das auch nicht geht. Und hier baue ich eben zurzeit so eine amerikanische Stadt. Hier eben Restaurants, Burger King. Das hier ist wahrscheinlich fiktiv, weil Aldentes ist ein Restaurant aus Grand Theft Auto. Aber mir ist es egal. Dann hier eine ganze Eisenbahnfahrzeuge. Kann ich mir schön nehmen. Weil ich hier eine Eisenbahnstrecke mache. Die Eisenbahn wird automatisch fahren.
Ich finde es halt persönlich besser, dass man, das gibt halt der Map Fülle. Weil wenn man jetzt dort zum Beispiel ganz alleine auf dem Server ist, dann ist das so ein bedrückendes Gefühl, wenn man halt dann alleine in der großen Stadt ist. Ich weiß, was ich meine. Ich habe früher Minecraft gezockt. Ich habe früher Minecraft gezockt. Daher weiß ich das. Das ist jetzt nicht wirklich gegen Minecraft, nur mal so. Aber für mich persönlich war das halt ein bedrückendes Gefühl, wenn ich zum Beispiel eine riesige Welt hatte und dann dort eigentlich ganz alleine war. Und dass man in Roblox das nicht bekommt, dieses Gefühl, ist es so, dass ich zum Beispiel Fahrzeuge hier mache. Zum Beispiel eben fahrende Fahrzeuge. Da stehst du mal an der Ecke und plötzlich zum Beispiel fährt ein Zug vorbei. Oder ein Flugzeug fliegt über die Map. Nur mit Autos kann ich leider nicht. Aber es ist halt besser. Weil ich habe zum Beispiel einen Server. Oder hatte, da ich ja alle meine Server mittlerweile erneuere, dort war genau dies der Fall. Dort war halt genau dies der Fall. Da fuhren zum Beispiel ein Auto auf eine Landstraße. Ab und zu fuhr ein Zug vorbei. Und oben flog ein Flugzeug. Und das machte den Server schon irgendwie schon ein lebendigeres Gefühl. Dasselbe werde ich auch hier wahrscheinlich hier mit dem Server versuchen. Wie genau ich das schaffe oder so, weiß ich nicht. Klar, Zug auf jeden Fall. Den kann man nämlich rund führen. Weil, nur mal so, das ist zum Beispiel wie in GTA 5, nehmen wir es mal so. In GTA 5 ist ja auch die ganze Map lebendig. Und natürlich dadurch hat man nicht das Gefühl, als wäre man ganz alleine. Also, außer natürlich in GTA Online, dort ist man definitiv nicht alleine, das ist ja online. Ich rede aber vom Singleplayer. Dort ist es nämlich so, du bist eigentlich der einzige wirkliche. Alles andere sind nur NPCs und so. Aber eben genau, weil dort eben NPCs sind, weil es dort eben Fahrzeuge gibt, die fahren, und wirkt es halt belebter. Und das möchte ich jetzt euch auch machen, als allererstes eben mit diesem Zug, der dann hier dann später entlang fahren wird. Hier werde ich wahrscheinlich Tankstellen oder so hinbauen. Auf der Seite kommen dann Wohngebäude hin. Ich habe hier auch einen Fluss, der funktioniert sogar. Also mit funktionieren meine ich, dass das Wasser dort tatsächlich fließen kann. Also nicht einfach nur da ist, so als eine Textur. Nein, das Wasser kann auch fließen. Jetzt hat sich gerade das Licht verändert, weil ich mal hier kurz starte. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennt. Wahrscheinlich leckt es oder so, weil OBS, Laptop schlecht, Internet und alles drum und dran. Aber das, ja, wenn ihr auf dem Server später seid, sieht es besser aus. Aber ich muss gerade irgendwie bemängeln, dass es hier gerade echt komisch aussieht. Die Beleuchtung ist komisch, es ist irgendwie neblig. Was ist passiert? Na, mies, okay, ich mach wieder zurück.
So, es sieht schon wieder besser aus. Das muss ich auch noch machen. Ja, es gibt noch einige Dinge, die ich noch machen muss. Oder eher gesagt, gucken, dass ich es schaffe. Als erstens werde ich hier, ja, ich werde hier noch viel raufhauen auf dem Server. Wie gesagt, gucken, was halt geht. Mit der Zeit. Ein Banksystem. Dass man zum Beispiel Bank und so machen kann. Und sowas. Ja, wenn es irgendwas Neues gibt oder so, dann halte ich euch auf dem Laufenden wahrscheinlich. Der Server hier übrigens trägt den Namen Los Almas. Also nicht Los Angeles oder so, aber die Stadt soll auf Los Angeles basieren. Los Almas ist Spanisch für die Seelen. Deshalb dachte ich so daran, ne, weil Engel, Seele, ne, ist so ein bisschen ähnlich. So ein bisschen. Naja, hat halt beides was mit Himmel und so zu tun irgendwie. Und auch hier, oder auch alles drum und dran. Und es ist beides abgekürzt LA. Aber ein kurzer Funfact zum Schluss. Los Almas ist ja sozusagen mein ehemaliges Craft City. Nur der Name gefällt mir nicht mehr so ganz. Obwohl er immer noch benutzt werden kann. Aber ich habe halt die Map damals ja auch abgeändert und so, weil es hat mir damals nicht so gefallen. Ich glaube, ich habe ja damals ein Video von Craft City gemacht. Aber wie gesagt, es hat mir nicht gefallen, weil es wirkte nicht so amerikanisch. Es wirkte alles, aber nicht amerikanisch. Und das hier wirkt halt schon mehr amerikanisch. Allein jetzt schon wirkt das hier amerikanischer. Und das wird auch so bleiben. So, dann war's das jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Like da. Wenn euch meine anderen Videos dieser Art gefallen, dann ja, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, um nicht inaktiv zu werden. Und vor allem in meiner Beschreibung, Videobeschreibung, ist unten auch der Link zum Roblox-Server. Bisher, weil, möchte ich auch kurz noch sagen, das wird nämlich später auch anders. Das werde ich aber dann auch reinposten, nochmal so. Also das werde ich dann später auch dann ändern, keine Sorge. Oder wenn ich wahrscheinlich, okay, weiß nicht, wie ich es mache. Aber auf jeden Fall werde ich den Link zu dem Server unten reinschreiben. Dass ihr auch auf den Server drauf kommt. So, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich bis morgen.